Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte heute über meine Auswahl an Büchern sprechen, die ich mit in den Sommerurlaub nehmen möchte. Ich habe eine kleine Auswahl gemacht, die ich gleich vorstellen werde. Also das ist der Stapel meiner ungelesenen Bücher, die hier schon so ein bisschen vor sich her vegetieren. Ich habe die Bücher schon seit einigen Monaten auf meiner Liste und bin noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen. Und deswegen habe ich gedacht, wenn man schon 3 Wochen im Urlaub ist, dann kann man ruhig auch eine Handvoll Bücher mitnehmen, so wie ich es halt auch nur für eine Woche gemacht hätte. 3 Wochen ist auf jeden Fall eine Herausforderung büchertechnisch, einfach weil ich nicht genau weiß, was ich mitnehmen soll. Und ich finde, das ist auch immer so eine Sache im Sommer. Man möchte ja auch irgendwie eine Auswahl an verschiedenen Genres haben. Da muss was Spannendes bei sein. Eine Liebesgeschichte ist natürlich nicht verkehrt und vielleicht... ja, eine Biografie, ein Sachbuch, wie auch immer. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Auswahl. Ich habe aber ein paar Bücher auf meiner Eventuell-Liste. Und ich werde noch gucken, dass ich innerhalb der nächsten Woche mich final entscheide, was ich mitnehme. Aber jetzt gehe ich erstmal einen Teil von meinem Sub durch und ja, fangen wir direkt an. Ich muss dazu sagen, Schande über mein Haupt, bin vor kurzem umgezogen und dabei, ja, ist der ein oder andere kleine Schaden entstanden. Zum Beispiel bei dem Buch, was ich unbedingt lesen möchte, was ich auch schon angefangen habe, aber irgendwie nicht weitergelesen habe. Nicht, weil es nicht spannend war, sondern einfach, weil ich wirklich nicht dazu gekommen bin. Das ist der von Philipp Pullman, Über den wilden Fluss. Ich zeige dir jetzt gerade nur hier die Seite quasi, weil ich nämlich den Umschlag verloren habe. Ich habe den Umschlag verloren, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich hatte angefangen, das Buch zu lesen, kurz bevor wir umgezogen sind und dann ist er weg gewesen. Zwischen den Kisten, wie auch immer. Ich weiß nicht, wo er ist. Ach ja, egal. Ich möchte nicht darüber reden. Es ist blöd. Vielleicht findet sich das Ganze wieder. Der Keller ist noch nicht aufgeräumt und der Dachboden auch nicht. Deswegen werden wir mal sehen. Vielleicht findet sich da ja hoffentlich nicht ganz zerfleddert und kaputt die Hülle dieses Buches wieder. Aber nur zu dem Buch. Also, ich bin ja großer Philip Pullman-Fan und ich habe die Trilogie rund um Lyra verschlungen, nämlich der Goldene Kompass, das Magische Messer und das Bernstein-Teleskop. Und ich liebe diese Bücher, wirklich. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass der Goldene Kompass zu den Büchern gehören, die mich wirklich geprägt haben und mir so ein bisschen so den Bereich Fantasy sehr, sehr schmackhaft gemacht haben. Also gab es auch schon Bücher vorher, aber Philipp Pullman hat es dann nochmal geschafft, eine neue Ebene in meine Liebhaberei dem Fantasy gegenüber reinzubringen, wie auch immer. Manchmal, ne? Manche Sätze sind so umständlich, drücke ich sehr umständlich aus. Und auf jeden Fall liebe ich die Reihe rund um Lyra, das Waisenmädchen, was auf einem College aufwächst in einer Welt, die unserer sehr ähnlich ist, aber der Unterschied, also der große Unterschied zwischen ihrer und der Menschenwelt ist nämlich der, dass jeder Mensch bei denen in der Welt einen Dämon hat. Ein Dämon ist der Seelenverwandte, der Seelenfreund, wie auch immer. Und das ist ein Teil ein Teil der Menschen dort. Also jeder Mensch hat einen Dämon. Und diese Dämonen sind Tiergestalten, die einen Teil dieses jeweiligen Menschen widerspiegeln. Es ist ein bisschen schwierig ausgedrückt. Man muss die Bücher lesen. Ich weiß nicht, also jeder, der Fantasy liebt, sollte auf jeden Fall die Philipp Pullman-Reihe lesen. Ich war dann sehr glücklich, dass Philipp Pullman irgendwann nach vielen Jahren beschlossen hat, noch ein weiteres Buch zu der Reihe hinzuzufügen, nämlich den Anfang der Geschichte, also bevor oder quasi als Lyra gerade auf die Welt gekommen ist. Und das ist so die Vorgeschichte von dem Goldenen Kompass und ich bin total aufgeregt und möchte unbedingt wissen, wie dieses Buch ist. Also würde ich gerne die Reihe komplett machen und Über den wilden Fluss von Philipp Pullman lesen, auch ohne Umhülle, Schutzhülle. So sieht's aus. Als nächstes habe ich ja erwähnt, dass ich gerne im Sommer Thriller lese. Ich bin gar nicht so der große Thriller-Leser, nicht weil ich es nicht mag, aber weil ich das Gefühl habe, dass ich immer auf die falschen Thriller stoße. Nicht bei dieser Frau, bei Charlotte Link. Meine Mama hatte sie mir mal empfohlen und meinte, dass sie super spannend schreibt. Ich war total entzückt, als ich das erste Buch gelesen habe, auch ein bisschen geschockt, weil meine Nerven einfach nicht so strapazierfähig sind und ich echt ein kleiner Angsthase bin.
Und ja, trotz alledem fand ich, dass Charlotte Link einen super tollen Schreibstil hat und einfach so, also der Aufbau ihrer Geschichten ist so gut und so spannend und am Ende kommt immer was ganz anderes raus, nicht das, was man irgendwie erwartet hat. Und deswegen war ich total begeistert, dass ich auf Charlotte Link gestoßen bin. Ich fand es auch witzig, ich dachte die ganze Zeit, dass sie irgendwie Engländerin ist, weil die Bücher, die ich gelesen habe, einen Schauplatz England ganz oft hatten. Und Charlotte Link klingt auch irgendwie so, sie ist aber eine deutsche Schriftstellerin, das war mir nicht klar vorher. Ändert ja auch nichts, trotzdem schöne Hintergrundinformationen über den Autor zu haben. Ich finde, dass sie wirklich sehr, sehr spannend schreibt und das ist das Buch, was mir empfohlen wurde. Charlotte Link, Die Betrogene. Ich kann mal kurz den Klappentext lesen. Um ein glückliches Leben betrogen, so fühlt sich Kate Linville, Polizistin bei Scotland Yard. Kontaktscheu und einsam gibt es nur einen Menschen, den sie liebt, ihren Vater. Als dieser in seinem Haus grausam ermordet wird, verliert Kate ihren letzten Halt. Da sie den alkoholkranken Ermittler vor Ort nicht traut, macht sie sich selbst auf die Spur dieses mysteriösen Verbrechens und entlarvt die Vergangenheit ihres Vaters als Trugbild, denn er war nicht der, für den sie ihn hielt. Und dann kommt dann zugleich noch ein weiterer Handlungsstrang. Zugleich bricht eine Familie aus London in die Ferien auf. In den Hochmooren von Yorkshire möchte der Drehbuchautor Jonas Crane in Begleitung von Frau und Sohn einem drohenden Burnout entgehen. Die drei ahnen nicht, dass die Geschichte um Kates ermordeten Vater auch sie in Lebensgefahr bringen wird. Ein flüchtiger Verbrecher ist auf der Suche nach einem abgeschiedenen Versteck. Das ist nämlich genau das, was Charlotte Link in den Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, immer macht. Sie verbindet scheinbar Situationen, die nichts miteinander zu tun haben können und bringt sie final dann immer zu einem zueinander und das ist immer hochspannend wirklich. Also ich finde, zu dem Sommer gehören Thriller dazu, spannende Geschichten und das ist definitiv zumindest bei den Büchern, die ich bis jetzt von Charlotte Link gelesen habe, der Fall. Also ich denke, das kommt mit in den Koffer. So, als nächstes habe ich hier ein Buch. Ich bin ja neue Mama geworden und ich bin aber nicht der Typ, der unbedingt Ratgeber während der Schwangerschaft gelesen hat und auch nicht nach der Geburt meiner Tochter. Ich habe allerdings trotzdem das sind sogar vier Bücher, die ich gelesen habe und die mir was gebracht haben. Ich würde sie nicht unbedingt als Ratgeber bezeichnen, aber da werde ich nochmal ein Special zu machen und die dann vorstellen. Aber eins wurde mir wärmstens empfohlen und das möchte ich unbedingt lesen, How to Raise a White Child. Von Scott D. Sampson. Das Buch ist auf Englisch und ich bin wirklich total gespannt, weil ich wissen möchte, was der Herr Sampson zu sagen hat. Mir wurde das von einigen Mamas empfohlen und ich finde schon den Titel total ansprechend, How to Raise a White Child. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass die Kinder heutzutage viel zu wenig wild und frei und weiß ich nicht was draußen sind, viel zu viel am Handy, an Computern und was auch immer die moderne Welt zu bieten hat, was alles seine Berechtigung hat, aber Back to Nature ist vielleicht auch ein Stichwort, was wir uns alle ein bisschen zu Herzen nehmen sollten und das tue ich gerade für mich persönlich auch und es soll hier wohl auch darum gehen, ich kann nur mal ein kleines Zitat lesen, was hier steht auf dem Klappentext. In a time when the connection between humans and the rest of nature is most vulnerable, Scott offers parents and teachers a book of encouragement and knowledge and to children the priceless gift of wonder. Ich meine, das sagt schon so viel aus und deswegen hat mich das total neugierig gemacht. Ich werde berichten, sobald ich es gelesen habe und ich denke, das ist auch ein Buch, was ich mit in den Urlaub nehme. Und mein Mann hat schon gesagt, das gehört zu den Büchern, die ich auch laut vorlesen soll, beziehungsweise die wir zusammen lesen, ich ihm vorlese. So, dass wir beide eine Ahnung haben, was hier drin steht und das vielleicht auch sogar an unserer Tochter anwenden, wenn es denn passt. Ja, dann habe ich als nächstes ein Buch, worauf ich mich besonders freue. Ich habe es empfohlen bekommen, beziehungsweise ausgeliehen bekommen von meiner Schwiegermama, die es gelesen hat. Deswegen, hier sind nämlich schon so ein paar Notes. Es handelt sich nämlich um Marcel Reichranitzkys Biografie Mein Leben. Ja, und ich freue mich sehr auf dieses Buch. Der Marcel Reichranitzky ist nämlich im Jahr 2013 schon gestorben, im Alter von über 90 Jahren und war Literaturkritiker und Autor und ich habe den Klappentext gelesen, ich habe vorher schon Artikel in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften gelesen und
Zwischendurch kamen mir die Tränen, einfach weil ich glaube, dass dieser Mann sehr viel erlebt hat. Unter anderem zum Beispiel sind seine Eltern im Holocaust gestorben. Er selber hat in einem dieser Ghettos gelebt und hat ein sehr bewegendes Leben gehabt, so wie ich denke, so wie ich es einschätze. Ich habe, wie gesagt, die Biografie noch nicht gelesen. Ich kann nur noch mal zum Ende des Klappentextes, ich werde nicht den ganzen Klappentext lesen, aber zum Ende hin steht Folgendes: Reich Ranitzkys Autobiografie ist Bekenntnis und Darstellung in einem, eine zeitkritische Chronik und zugleich die Geschichte einer Ehe. Es ist ein Buch über die Literatur und nicht zuletzt über die Liebe. Ob der Autor es wollte oder nicht, es ist ein Epochenbuch geworden, ein Deutschlandbuch, geschrieben von einem, der nicht ohne Trotz erklärt, wohin ich kam, da war deutsche Literatur. Das finde ich irgendwie schön. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das so vorlese. Ich weiß nicht warum, irgendwie berühren mich die Worte. Ich habe schon angefangen, es zu lesen und möchte es dann auch jetzt im Urlaub weiterlesen. Zum Beispiel gibt es hier einen Satz direkt auf der zweiten Seite. Da steht Folgendes: Ich habe kein eigenes Land, keine Heimat und kein Vaterland. Ein ganz und gar heimatloser Mensch. Ein richtig vaterlandsloser Geselle war ich und bin ich nun, bin ich nun wieder auch nicht. Wie ist das zu verstehen? Und ja, das hat mich irgendwie schon berührt, dieses Gefühl der Heimatlosigkeit. Und im weiteren Verlauf dieses Kapitels sagt er nämlich, dass er seine Heimat in der Literatur gefunden hat. Was ich auch sehr schön finde. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch Marcel Reich-Ranitzky, Mein Leben, und werde auch hier berichten, sobald ich es fertig gelesen habe. Und auch das wird, glaube ich, das wird definitiv mit in den Urlaub kommen. Und dann habe ich ein weiteres Buch, worüber ich mich total freue. Nicht zuletzt, weil ich dieses Cover liebe und weil ich diesen Autor liebe und weil ich es zum Geburtstag dieses Jahr im April bekommen habe und auch noch nicht dazu gekommen bin, es zu lesen. Aber die Person, die mir dieses Buch geschenkt hat, kennt mich anscheinend sehr gut, denn das Buch hatte mich schon länger angesprochen und ich hätte es mir so oder so gekauft. Ich bin ziemlich happy darüber. Es geht nämlich um Walter Mörs und Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahr. Ich muss mal vorlesen. So sieht es aus, Leute, guckt mal. Ich meine Walter Mörs, ne? Das ist ja jedes Mal so, dass der einfach wirklich die schönsten Cover hat. Ich kann nicht mehr. Ich würde das Buch am liebsten irgendwo hier aufstellen, damit ich es jeden Tag sehe, wenn ich wach werde. Es sind auch wirklich einfach auch so die Zeichnungen drin und so. Ich kann das jetzt gar nicht. Ich hoffe, ihr seht das. Auch hier. Immer wieder, ne? Hi. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Buch und natürlich gehört auch ein bisschen Fantasie und Fantastik mit in den Urlaub. So oder so bei mir. Kommen wir nun zu dem letzten Buch, was ich heute vorstellen werde. Es handelt sich um das Buch Die höchst wundersame Reise zum Ende der Welt. Hier. Von Nicholas Gannon oder Gannon? Also. Und auch da freue ich mich total drauf, weil ich das Cover so, so, so schön finde. Schaut mal, wie toll das aussieht. Das sieht so märchenhaft aus und so. Ach, ist total mein Geschmack. Ich mag auch diese Art von Zeichnung einfach total gerne, diesen ganzen Koffern und so. Also ich glaube, das wird auch mega fantastisch und schön sein. Und ich lese nochmal kurz den Klappentext vor. Archer Hamsley ist ein Entdecker, genau wie seine Großeltern, die berühmten Naturforscher. Es gibt nur ein Problem. Seit Ralph und Rachel Hamsley vor 2 Jahren spurlos auf einem Eisberg verschwanden, lässt Archers Mutter ihn nicht mehr vor die Tür. Wie aber soll man in einem Haus voller ausgestopfter Tiere und todlangweiliger Dinnergäste jemals ein Abenteuer leben? Archer braucht einen Plan. Und dann geht es natürlich auf eine abenteuerliche Reise los. Und ja, ich habe es noch nicht gelesen, aber werde versuchen, es in diesem Sommer zu tun, wenn ich im Urlaub bin. Das ist so meine Vorauswahl für die Bücher, das ist noch nicht alles. Ich habe noch einen zweiten Teil, beziehungsweise einen zweiten Stapel mit Büchern und werde den jetzt demnächst vorstellen, bevor es in den Urlaub geht und werde mich danach final entscheiden, welche Bücher ich mitnehme. Ich würde gerne für 3 Wochen irgendwie 5 bis 8 Bücher mitnehmen. Mein Mann kriegt jetzt schon die Krise, aber so sieht es aus. Ich kann nicht anders und werde es denn dann auch so tun. Genau. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ich freue mich über Likes und Kommentare und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.